Labor aus erstmal alles kaputt machen. Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge. Ob ich überhaupt Scheine habe? Ich glaube nicht. Das ist nämlich das Problem. Ich habe den Stuhl umgeworfen. Randale! Randale! Oh, da war noch was zum Anschauen. Daddy. Wow. Who's your Daddy? Okay, wir können hier weiter. Ah, jetzt kommen wir zum Endkampf. Anni geht hin. Hä? Nee, wir gehen zusammen. Nee. Doch. Nein, ich weiß, was passiert. Ich werde hingehen, du gehst dahin. Hä? Bist du doof? Ja. Hä, vor allen Dingen, wofür ist diese fucking Halle, ey? Das ist so richtig unschlau. Ist doch scheißegal. Angeben. Womit denn angeben? Mit der Aussicht nach unten, nach oben, weil's hübsch ist. Okay, da hockt eine. Ja. Anni, geh mal hin. Hallo, Maggie. Megan. Anni, geh hin. Anni, geh hin. Du bist jetzt Anni, Mandin. Jetzt zögerst du sie? Nämlich die. Jetzt zögerst du nämlich die Cutscene. Ja, was macht sie? Die ist in Blut gebadet. Ja. Ach lol, er geht jetzt wirklich hin, okay. Ja, dreimal darfst du raten, wer ihren Vater getötet hat. Lol! Warum ist sie in Plastikfolie eingewickelt? Ist sie in Plastikfolie? Ja. Damit sie frisch bleibt. Geh mal nah hin, das ist sowieso ein Plastikanzug. Was ist mit dir, Kind? Redet sie mit dir? Nein. Wow! Alter, ist das deren fucking Ernst? Jetzt soll ich mal den Spritz erstmal die Beine fressen. Ich hab nichts mehr, Mister. Keine Frage, ich hab keine Handfeinde. Alter,
Alter, was ist das? Das ist ein kleines Wieso Fuck! Ich bin auf! Au! Ja, genau, ich auf andere. Au, ich bin schon wieder down! Ja, ich muss kurz schlafen. Mistvieh! Ich kann meine Pfeile nicht mehr anstecken, ob ich meine Pfeile so. Wo ist das? In dir! Ja, ich bin! Anni, hol's kaputt? Auf. Heb's auf, Anni, heb's auf. Junge! Okay, jetzt müssen wir zurück zum Teil laufen. Hab ich das jetzt auf dem Arm? Ich sehe es nämlich nicht. Ja, du hast es so. Trägst du wie ein Kind tragen würde. Wow! Schon irgendwie leicht gefühlt, wie das Ganze. Warte, ich muss mal eben eine Soda trinken. So viel Zeit muss sein! Nein! Du willst deinen Sohn retten! Du trägst ein halbtotes Mädchen in deinen Arm! Ja, ich bin doch schon da. Davon liegt ein ganz toter Sohn! Wo müssen wir denn jetzt lang? Hier durch, dann nach rechts. Hier lang. Dann hier wieder durch. Ne, davon links. Hier links. Alright. Und da liegt er. Wo soll der jetzt hin? Die da alten Soldaten das Ding rein. Ja, in den Basilisk. Hopp mal rein, die Kacke. Nett. Komm schon, geh zu. Hopp. Wieso fällt die jetzt? Ah, die hat noch was gejobbt. Eine goldene Keycard. Life Sample required. Ah, jetzt, ja, genau. Jetzt müssen wir hier lang. Hier, put. Komm zu put. Put. So, jetzt machen wir hier auf. Ja, jetzt werden wir zu dem, was wir bekämpft haben. Im übertragenen Sinne. Hallo, wieso kennt ihr dadurch mich nicht? Wir Schweine. Jetzt geh Wip. Durch. Oha. Ja. Müssen wir hier hoch, oder was? Es ist schon wieder so höhlenmittig hier. Höhlenmittig? Ja, wieder in die Höhle. Ach, lol. Waren wir hier nicht schon? Nein. Ja, hier sieht alles so gleich aus. Hey, lol! Fuck, hab durst. Ja, ich auch. Ja, ich hab auch neben dir gebackt, deswegen. Ich dachte, ich sterb schon. Warte, müssen wir tauchen? Ja. Füll die Luft am besten auf. Ja, hab schon. Okay. Dann tauchen wir mal. Ja, das tote Mädchen war ja nicht unser Sohn. Was sagst du? Oh oh. Wir bringen nur Tod und Zerstörung. Was? Vor allen Dingen voll das krasse Labor und dann so ein uralt Käfig, wo man das Ding da reinmachen muss. Das macht so gar keinen. Das ist kein uralt Käfig, das ist eine überlegene Zivilisation. Warte, ich komm jetzt mal nicht. Guck mal da. Da ist einer beim Essen verreckt. Warte kurz. Warte, ich guck mal da links. Da ist einer beim. Ja, hab schon gesehen. Schnabulieren verreckt. Hier sind ganz schön viele verreckt. Einfach so. Ja. Hier geht's runter.
Ja, da kannst du das unten näher angucken. Ich folge Herzog. Erzähl mir, mach mal langsam. Ausdauer, nix. Ja, ich habe auch gerade keine Ausdauer. Ich höre da was. Ich hab noch Fahrt. Oh, immer diese Lags. Hey, was ist das denn für ein fucking Eingang? Köpfe. Oh. Ich mach einen Kopf. So ein Angebot. Ja. 2,50 €. Was ist denn hier passiert, Alter? Ich würde fast jemand sagen, hier ist jemand gestorben. Hey, guck mal, da kann man irgendwas kaufen. Ja. Überall Leichen und Martin, ey, cool, verkaufst du das mal. Warte, ich muss mal eben. Hä, hey, wo ist denn jetzt? Oh, da ist er. Ah, Kaffee! Kaffee! Hopp. Der ist wieder irgendwie. Ja, wo ist er wieder, ne? Da. Bin hier und dort und überall. What the fuck war das? Hey, hier ist eine Kiste. Kiste, Schmiste. Wo ist Martin? Hinter euch. Na. Schuh. Puh, Mann, Schuh. Nehmen wir jetzt den Aufzug oder was? Ja. Oh Mann, ist. Oder, Anni ist gerade. Müssen wir mit Geld da rein oder was? Nee. Nein, mit der goldenen Keycard. Du bist ja schön rot. Danke. Ist alles unten eingeweiht und Gedärme. Vor allem, das sieht so lustig aus. Aber genau, Martin ist noch Augen roter. Ja, Martin ist noch roter. Oh, wie cool. Boah. Was wird uns mit der Biom bist du? So, jetzt müssen wir uns gleich entscheiden. Wollen wir das richtige Ende oder wollen wir das sekundäre Ende? Annis Entscheidung. Das richtige, oder? Okay, dann machen wir das richtige. Ist der? So, Anni vor, noch ein Tor. Was Anni vor. Citrin, die Knöpfchen hier. Ja. Aber Anni, warte mal. Oh, du machst schon. Du hast selbst gesagt, genieß mal die Aussicht. Kann ich ja noch. Ja, aber ich meine, du hättest. Achso, jetzt muss ich wirklich activate. Press to confirm. Mein Gott. 1 von 3 steht da jetzt. Hä? Ja, und jetzt? 1 von 3. Jetzt. Activate? 1 von 3. Ah, da müssen wir auch machen. Ja. Rest confirm. 2 von 3. 3 von 3, passt. Ja, geil, wir sind alle 1. Nice. Wir sind alle 1. We are 1. Ich bin Martin und ein Annie. Oh ne, ich will keinen Kevin. Wer ihr holt einen Kevin hierher? Yeah. Ich will nicht Sally. Hä? Was für ein Scheiß? Ach, das ist jetzt so eine Art Laser, was diese Flugzeuge runter. Ein EMP nennt sich sowas. Bei mir ist jetzt gerade schwarzer Bildschirm, bei euch? Ja. Ja. Okay. Hey, ja. Sag, wie fühlst du dich an? Du hast jetzt hier hunderte Menschen getötet. Ein bisschen Abstoß. Ich hoffe, du fühlst dich gut. Doof. 1 year later. Ein Jahr später. Hä? Ja? Ganz falsch. Nee, Anni ist jetzt triggert. Was diesen macht? My next guest is a TV star, author,
and real-life plane crash survivor. Here to talk to us about his new book, Rescue, along with his son, Tim. Please, give it up for Eric LeBlanc. Ach so, jetzt sind wir in so einer Talkshow, weil wir überlebt haben, oder was? Guck mal, unsere kleine Liste. Nice to meet you, man. That's one hell of a story. So let's jump right in. Unsere Missgeburt lebt wieder. Hä, unsere Missgeburt guckt irgendwie komisch. Natürlich. With a plane crash. Look, you can see it on the cover. I feel like du musst verdenken, was passiert ist, nachdem wir unseren Sohn da rausgeholt haben, was da mit dem Mädchen passiert ist. Hey, do y'all want a demonstration? Okay, we've got a setup right over here. Come on, don't leave me. Jetzt soll man Holz hacken, oder was? Too, right? Ja. What do you say? Well, come on, everyone. Yes! All right, grab Timmy and let's head on over. Aber ist euch mal aufgefallen, Timmy hat spastische Zungenbrüche. Ja, das sag ich doch, der ist auch behindert. Ja, was? Ich schwör kaum was, Anni. Was ist denn so laut von dem Dreckspiel? Was ist denn vorhin passiert, nachdem wir Timmy da rausgeholt haben? Was ist mit dem Mädchen passiert? Nachdem wir Timmy aus dem Basilisken geholt haben. Das Girl hat sich verwandelt. Und wenn Timmy jetzt so rumspackt, wer hat dann wohl da wieder was aus dem Basilisken rausgeholt? Is he okay? Hello. Nicht schon wieder. Alter, ist das laut. Ohne Scheiß, meine Musik ist so pervers laut. Ich höre sonst nichts anderes wie das Spiel gerade. Tja. Oh, wie süß. Schlag mir in die Fresse. Los! Das war's? Ja. Ja. Ja, komm, oder warte. Ich habe überlegen, kam die Szene. Ah ja, doch. Da kommt sowieso. Ja, genau. Jetzt sind wir Timmy. Wir sind nur doch nicht Timmy. Doch, wir sind nur erwachsen geworden. Guck, wer macht dies? Der sieht aus wie du, Herzog! Fuck you! Das sieht wirklich aus wie du. Ach, will der jetzt herausfinden, was abging, oder was? Ja. Ich find's toll, wie die ganzen Netzblinken. Boah! Ja, das Aufstechen geht für eine geile Sauerei. Ich hab mich auf jeden Fall nicht gesund. Wie kommst du da drauf? Stamm ist nicht gesund. Was lässt dich annehmen, dass es nicht gesund ist? Die riesigen Blasen, die riesigen Blasen, die sich unter der Haut fortbewegt haben, oder... So Leute, das war's mit diesem Let's Play. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Und schreibt gerne in die Kommentare, welches Ende ihr denn gespielt habt. Und wir sehen uns bei einem anderen Let's Play wieder. Ciao. Hast du nächstes Horrorspiel.